it up. Wieder euer Adi Deluxe. So. Ja, eine Karte, wo Platz ist für 16 Kinofilme, die habe ich jetzt gerade schon platt gequatscht und daraus schneide ich dann the rest of the best. Und jetzt muss ich schon an die zweite Karte. Wie Kredit. Ja, ja, wir waren stehen geblieben bei bei der Duldung. Wenn eine Ehe schief geht. Heirate die zweite, dritte oder vierte dazu. Flüchtlingsfrau zum Beispiel. Weil die ist dann auch froh, wenn die dann praktisch aufgenommen wird. Ne? Jetzt nicht unbedingt herzlich, aber ne, also jetzt im Staat Deutschland. Es gibt aber bei uns Moslems ein Grundgesetz, ne, was dann berechtigt, nach der Scheidung die zweite, dritte oder vierte dazu zu heiraten bei der Scheidung. So habe ich es im Koran verstanden. Ne? Das heißt, nicht jeder Moslem darf vier Frauen heiraten. Nö. Steht ganz definitiv in Sura 4, wenn eine Scheidung kommt, was eigentlich auch nicht der liebe Gott will oder möchte. Ich wollte auch nur einmal heiraten. Tja. Ich wollte auch nur einmal heiraten. Aber da steht eindeutig, dass ich hätte die Chance jetzt gehabt, die zweite, dritte oder vierte zu heiraten. Bloß habe ich leider den starken Verdacht, auch wenn eine Frau, selbst wenn sie ein Flüchtling wäre oder ist, in Deutschland landet, wird sie spätestens nicht den akademischen Grad erreichen, was eine Feministin, der da oben eingestampft hat, im Flüchtlingsheim. Nein. Spätestens nach 2 Jahren sind diese Frauen genauso verdorben, weil dieses deutsche Gesetz den Frauen alles erlaubt. Zumindest den Mann öffentlich zu denunzieren, schikanieren. Ne? Und wir lassen uns nicht verarschen. Deswegen ist es auch so, wie ich jetzt gerade, ich habe gestern in einer Pommesbude einen Deutschen kennengelernt. Der hat sich einen Döner bestellt. Habe ich ihn gefragt, ob er nicht mal ganz dicht ist, ne? In einer Pommesbude sich einen Döner zu bestellen. Da fragt er, ist er Kalb? Kalb heißt bei uns, ist das aus Kalbfleisch? Ich musste so lachen, weil Kalb heißt bei uns auf Arabisch Hund. Also habe ich das verbunden gleich mit Pünktchen, Pünktchen, Fleisch.
kam ich vor wie im China-Topf. Ja, Leute, ich habe Spaß. Ich habe Spaß im Leben. Es war ein Deutscher, ne? Der war so Mitte 20, ne? Richtig nett. Weserspitze, total nett. Auch auf dem Fahrrad. Wir standen beide auf dem Fahrrad. Ne? Also, nee, wir standen jetzt, also wir schoben das Fahrrad und bestellten beide praktisch was zu essen. Und er sagte, er hätte gern Kalb. Und ich so, Kardesch! Also der sagt immer, Schwester, Bruder, Schwester, kommen Sie, was möchten bestellen? Und dieser Typ an der Weserspitze, der Imbiss, vielleicht kennen den ja auch viele, an der Haltestelle Weserspitze, da gibt es zwei. Einer von denen ist es. Und ich musste so lachen. Ne? Da fragte er tatsächlich, ob das Kalbfleisch ist. Also Hundefleisch. Ich habe dem auch gleich geantwortet. Ne? Ich sage, nee, das ist in dem Sinne kein Kalbfleisch, sondern das ist, eigentlich vom. Jetzt bitte nicht lachen, liebes Publikum. Aber der Deutsche, der wusste wirklich nicht, was für ein Fleisch der isst. Das wissen eigentlich die wenigsten Deutschen. Ich sag, du, pass auf, das ist vom Dönertier. Der guckt mich an mit so Augen. Dönertier? Ja, sag ich. Er wächst nur in Antalya, also das ist ein Gebirge bei Türkei, also in der Türkei. Da wächst ein Dönertier. Erst war er unsicher, da musste er lachen und dann guckt er mich so an. Ein Dönertier? Ich sage, ja, was meinst du, woher Döner hergestellt wird? Ne? Bei uns kannst du ja nicht sagen, hier, das ist Hundefleisch oder. Ne? Es gibt auch Dönerverkäufer, die dann behaupten, das wäre Hühnerfleisch. Ne? Dieses Dönertier, was diesem Hühnchenfleisch ähnelt, das kann auch fliegen. Das musste der AfD morgen erzählen, dass es fliegende AfD-Dönertiere gibt, die nur in Antalya, also in der Türkei, wachsen, die in denen der Flügel gewachsen sind. Und ein Kalb ist, wenn du ein Kalbfleisch bestellst, kannst du also sagen, ist eine Hunde-China-Pfanne. Bloß ohne Nudeln, ohne Reis, praktisch dann in Brot, ne, reingestampft. Ne. Ja, Leute, Witzpotenzial, ne, haben die Türken auf jeden Fall. Ne. Aber der Deutsche in der Imbissbude, der sich einen Döner bestellt in der Imbissbude, in der Imbissbude, ne, und dann auch noch tatsächlich einen bekommt, ne? Der wollte wirklich nicht wissen, was das für ein Fleisch drin ist. Ne? Weil die Deutschen, die machen ja aus Kostengründen ja Schweinefleisch rein. Die nennen das ja dann auch nicht Döner, sondern neuerdings jetzt Wröner. Der Wröner. Der veganische Wröner ist. Achso. Übrigens auf der holländischen Straße, da gibt es auch für Studenten aus Körnern gestampft veganer Futter, was man im warmen oder im trockenen oder im heißen oder im kalten Zustand zu sich nehmen kann. Einfach nur schlucken. Ne? Die Nachwirkungen kommen später, also 8 Stunden dann später, wenn du da auf dem Klo sitzt, dann funktioniert gar nichts mehr Veganisches, weil dann kommt nur noch was Tierisches hinten. Also das ist dann, Igitt, ne? Pah, stinkt mehr wie eine. Also wenn du jetzt mal beim Biobauern gearbeitet hast, ne, dann weißt du, wovon ich rede. Ne? So Leute, Fakt ist, damit jetzt hier wir auch zu unserem Abschluss was Positives aus Deutschland in die weite Welt verstreuen, außer jetzt Rechtsgehabe, Rechthaberei, Klugscheißerei und Besserwisserei, Einmischung. Habe ich jetzt alles aufgezählt? Beamten. Ganz ehrlich, ich habe keine Angst vor denen. Ne? Weil ich weiß ganz genau, ich habe einen Adler auf dem Passport, verstehst du? Ich musste mich nicht rasieren dafür. Ich brauchte auch keinen Schäferhund, verdammte Kacke. Ne? Ich hatte einfach eine deutsche Mutter. Und jetzt passt mal auf. Jetzt bezüglich der Mütter.
auf dieser Welt? Habe ich euch Nazis, habe ich euch eine bittere, 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 bittere Pille zu verabreichen? Ich habe gerade erfahren im Internet, und das könnt ihr jetzt selber nachforschen, dass Adolf Hitler hatte eine marokkanische Mutter. So, jetzt seid ihr dran. Der Ösi, der hatte überhaupt nichts Deutsches. Das war ein Künstler im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat Kunst im großen Stil gemacht. Und die Deutschen waren eigentlich im großen Sinne gewollt oder ungewollt das Publikum. Und auch Schausteller und Schauspieler. Und so entwickelte sich das alles. Wenn sich dann wieder nicht die Amis und die Engländer und die Alliierten und die Briten, die die Landkarte von ganz Arabien neu gestaltet haben, im Prinzip, ja, woher haben wir den ganzen Kack? Vor 200 Jahren zum Beispiel, vor 200 Jahren, wie es noch nicht mal eine Glühbirne gab, da waren die Frauen noch Frauen, da waren die Männer noch Männer, da war der Armut nach Armut, da war der Wohlstand noch Wohlstand und da hat man sich noch barmherzig, ach du Scheiße, das Wort ist da ausgestorben, auch bei uns Moslems übrigens. Weil da hier, wenn der erste Moslem deutschen Boden betritt, vergisst er auch, also fast viele, ne, seine Werte, weil er erstmal seine Werte aufpolieren will. Ja? Ob das der Algerier, Marokkaner oder Tunesier, der Libyer oder der Ägypter ist. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Aus diesen ganzen Ländern habe ich sie alle kennengelernt. Marokko, Algerien. Ne? Ich fand die Libyer, das waren die nettesten. Die witzigsten waren die Ägypter. Weil das sind ganz witzige Leute. Also über die kann man wirklich lachen. Ne? Weil die sind Moslems, tragen aber ein Pharaonenkette. Also eine Kette mit Pharao oder eine Handtasche von Pharao und so. Also als Modegag. Haben aber ein Kopftuch oder behaupten von sich, sind Moslems. Ne? Also sind Fans von alter Falter. Ne? Hier, die Pyramidenerbauer, die Pharaonen, sind Pharaonen, Freunde, Kumpels. Verstehst du? Das sind totale Ungläubige gewesen. Die hat der liebe Gott komplett vernichtet. Aber steht auch im Koran. Ne? Aber nein, wir Menschen, wir tun Verfluchten hinterherlaufen, anstatt gläubigen, netten Menschen. Ein gläubiger, ein frommiger Mensch, der muss ja nicht jetzt gleich radikal sein, sondern einfach korrekt dem lieben Gott entsprechend handeln. Das ist krass. Aber wenn die meisten doch nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern nur noch an Kohle, 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 Money, 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 wenn sich die Kinder schon gegen ihre Eltern wehren. Ey, ich kann das, Papa. Ich weiß das, wie das funktioniert. Nein, lass mich in Ruhe. Ich weiß das. Nein, nein, der ist nicht 18. Der ist schon 25 und 30 und quatscht immer noch so ein Blech vor seinen Eltern. Wenn die Eltern ihre Kinder nicht mehr vernünftig erziehen können oder dürfen, weil das Gesetz denen ja, die bräuchten einmal richtig einen hinter der Löffelhammer, du verstehst du? Aber das Gesetz verbietet das, weil das ist gewalttätig. Und wer bringt das? Die Frau. Die Frau tut im Prinzip, also viele von den ungerechten Frauen, tun das Recht Gottes verdrehen. Und viele Männer tun sich anschließen, weil sonst kommen sie abends ja nicht mehr zum... Nee, wir Ausländer, wir lassen uns so gesehen, wir laufen immer nur noch vor. Wir laufen beim Einkaufen, laufen wir vor. Damit demonstrieren wir Stärke, Macht und also zumindest noch in unseren vier Wänden. Ja, ja, auf der Straße werden wir ja schon radikal von Pegida und hast du nicht gesehen, AfD, ne? Und hier im Internet werden wir verfolgt von Kopftuch runterreißen, Moscheen weniger bauen, dies, also wollen unsere Religion angreifen. Ne? Ich warte jetzt noch nicht, bis die IS-Kämpfer jetzt
ausgelöscht werden. Und dann eine neue Katastrophe dann praktisch uns ereilt. Nein, ich hoffe, dass wir, dass es ein paar Deutsche auch gibt, die dann sagen, nee, oder auch ein paar Moslems aufstehen und sagen, hier, stopp, jetzt gibt's aber mal, ne, sonst gibt's hier Zapfenstreich. Dass hier nichts Verkehrtes sagen. Der BND guckt ja zu. Ne? Ich mag es friedlich, witzig und auch mit festen Regeln. Die erste Regel ist, ich kriege meinen Führerschein wieder, sonst ist hier was los hier im Staat Deutschland. Und zweitens, ich möchte meine Kinder wiedersehen, meine Töchter. Monira, Samira. Und ich habe noch im Osten noch ein Streuner, also was heißt ein Streuner? Also jetzt, ich bin ja nicht verheiratet gewesen mit der, ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Ex, aber das geht euch in Scheißdreck an. Ich hab da mal einen versenkt und ja, da ist dann was entstanden. Der ist jetzt auch in der Pubertät und den schon lange nicht mehr gesehen. Ich brauche Rechte. Verdammte Hacke, ich brauche Rechte. Ich kämpfe um meine Rechte im Fernsehen hier. Zumindest im Kassler, aber wenn der restliche Bundesrepublik jetzt davon nichts. Ich kämpfe für meine Kinder, für die Migranten. Vielleicht kommen ja meine Kinder auch mal zur Polizei. Aber die werden dann wahrscheinlich nur noch eins jagen. Wie bis jetzt, wie es jetzt ausschaut, täten sie wahrscheinlich eher, ich suche dir eine Versöhnung, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie man das anstellt in Deutschland. Ne? Weil Deutschland gibt ja da keine Vorlage. Ich meine jetzt, in der Gebrauchsanweisung steht immer nur so. Ne? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Frieden? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Moslems? Gibt es eine Gebrauchsanweisung? Ja, übrigens steht im Koran. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Menschen in Not? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Nazis? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Klugscheißer? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Menschen, die sich in allen jeden Scheiß einmischen? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für Akademiker? Gibt es eine Gebrauchsanweisung für die ganzen Ghetto-Begriffe? Ja. So weit sind wir jetzt. Ich weiß noch, wie man mit den Frauen in den 90ern auf der Straße, du konntest eine Frau ganz normal ansprechen und hast gefragt, sag mal, wo ist denn der C&A? Wo ist denn der Kaufhof? Geradeaus, der Herr. Und wo ist der wo ist der Scham und Armut? Da musste sie erstmal lachen, weil der erstmal gar nicht geschnallt hat. Das hat sie das erste Mal gehört. Also ich meine jetzt C&A, ne? Der Scham und Armut. Genau gegenüber. Ach, sind aber lustig. Und damals gab es noch Kaffee Paulus. Da konnte man dann, nachdem du die Frau angesprochen hast, die Frau praktisch dann noch zum Kaffee einladen. Da haben sie sich noch einladen lassen. Kaffee Paulus. Man muss eigentlich nur praktisch diese ganzen alten neuen Begriffe jetzt, die aus Amerika, aus England, dieses Switchen, Mitchen, Mitchen, Bitchen, wo auch die ganzen ältere Generation nicht klarkommt, ne? Deswegen haben die so einen Hass. Und wen haben sie sich ausgesucht? Der Kameltreiber. So, und jetzt gibt es ja Kameltreiber, die jetzt auch viele jetzt im Rheinland geboren sind, also wie mich jetzt zum Beispiel, ne? Ach du Scheiße. Seit Köln ist alles im Arsch. Also zumindest in der Männerwelt. Die männerfeindliche Domäne, die Frauen. Achso, der Deutsche mit der Imbissbude, verdammte Hacke immer. Ich verliere immer meinen Konsens, ne? Pass auf. Und Fakt ist, ich sag so ihm, und? Hast du eine Freundin? Er so, nee, ich trau mich momentan keine mehr anzusprechen. Was? Eine Freundin? Nein, eine Frau. Also, hängt ja beides mit F an. Ja, sag ich, ja, dann bist du aber im Arsch, ne? Ja. Ich muss es aus beruflichen Gründen, ne, für sie auch mal ein Ballonchen mitnehmen. Ne? Oder ein Ballon, für sie auch mal ein Ballon. Ne? Die eine hat mir gleich eine getafelt, ne? Die hat gedacht, ich wollte sie sexuell anmachen. Ne? Ob ich ihr denn einen Ballon machen wollte, ne? Also so ein Vergewaltigungsspruch, nur weil ich ein kölscher Jung bin. Ne? Hier, pff, ne? Ich habe nur meine Backe festgehalten und musste lachen. Ich musste tierisch lachen. Ne? Gedroht hat sie mir mit Motorradclub und ach du Scheiße, du.
Ich hab's ja nur nett gemeint als Clown. Na, fragst du denn mal? Ne? Für sich auch mal. Ich dachte mir, Luftballon, das Wort ist so tierisch lang. Ne? Kürz es doch mal ab. Ne? Ja. Nur noch Missverständnisse. Nur noch Missverständnisse. Und jetzt ist es ganz wichtig, wie du aussiehst, wo du herkommst, wie viel Kohle du hast. Und dein Recht bekommst du, das habe ich auch im Deutschen, achso, den habe ich auch gefragt. Und wie klappt es mit Frauen momentan? Sagt er, ich traue mich momentan nicht. Ne? Also eine Frau anzusprechen, höchstens nach der Uhrzeit, dabei habe ich ein Handy. Also erübrigt sich auch alle Kommunikation. Ich dachte, das ist ein ausländisches Problem. Dabei ist es ja jetzt auch schon bei den Deutschen angekommen, das Problem. Versteht ihr? Ja? Entweder du parierst bei der Frau, du parierst, sage ich dir. Alter Schwede! Parieren! Ne? Alles für die Frau, alles gegen den Mann. So kommt mir das vor und er war auch meiner Meinung, ne, der war nicht rothaarig, der war töff, der war dunkelblond, hatte eine Brille, hatte ein Stangenfahrrad. Ne? Ich hatte zufällig auch ein Stangenfahrrad dabei, sonst benutze ich mal gelegentlich auch mein Damenfahrrad, da komme ich immer schneller runter, ne, wenn ich dann auf der Flucht bin. Ne? Ja, was willst du machen? Ne? Das ist live. Ne? Das ist live, ne? Aber ich habe Spaß am Leben. Ich hab tierisch, also ich hab animalischen Spaß in Deutschland mit den Deutschen, in Kassel, Mitte Deutschlands, ne? Hab ich Spaß, wo wir uns eigentlich schon leicht zu Grenzern outen. Ne? Also früher haben wir uns zu den Spätsiedler-Grenzern, spätlichen Grenzern, egal wie du das jetzt formulierst, ne? Die Ossis waren ziemlich dicht an uns ran. Jetzt haben sie uns, jetzt sind wir am Arsch, jetzt haben sie uns. Ja. In dem Sinne, ne? Ich hoffe auf Zeiten mit Hoffnung wieder. Ne? Weil momentan ist alles hoffnungslos. Wenn das so weitergeht, dass die Medien da angeblich Sachen behaupten, die überhaupt gar nicht wahr sind, die Mehrheit hätte behauptet, Punkt. Damit kannst du doch schon einen Leichtgläubigen doch schon verunsichern und der glaubt dort an jeden Scheiß. So, das Wichtige, was ihr glauben solltet, war, was steht im Koran. Punkt, Ende, aus. Weil da werden euch alle beiden Religionen, das Judentum und das Christentum, noch mal korrekt aufgeführt. Es lohnt sich. Salut. Sagen wir so, es lohnt sich for a better understanding, ja, weil ich musste ja damals auch ins evangelischen Unterricht, weil da gab es kein so ein Schmuh von wegen Ethik. Das ist ein Schmuh übrigens. Ja, das ist Schmuh. Ne? Ethik ist Schmuh. Ne? Weil ich musste entweder evangelisch oder katholisch. Ne? Heute sage ich dann vorne evangelisch, hinten katholisch. Oder umgekehrt. Hinten katholisch, vorne evangelisch. Ne? Loch ist Loch. Ja. Bei einer Ehe. Rein muss er doch, ne? damit wir auch unsere Rente gesichert ist. Ne? Ich meine das gar nicht böse. Ne? Ich meine auch die Frauen gar nicht so anzugreifen, sondern nur die Linken. Nein, ich meine auch nicht die Grünen, sondern ach du, aber was du sagst, ist verkehrt. Verstehst du? Und dann ach, als Ausländer, ne? Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass sie uns hassen. Nee. Ich glaube, dass sie uns ganz talentiert und witzig finden. Also einige von uns so, ne? Die der deutschen Sprache gewachsen sind. Und auch die jetzt gerade Deutsch lernen, du wirst nicht glauben. Da gibt es Syrer, die stehen an der Haltestelle, um Deutsch zu lernen, um mit Deutschen zu kommunizieren. Wenn dann jemand fragt nach der Uhrzeit, guckt, ne, dann kriegt er den NVV, wo ich übrigens Stammkunde bin, Scheiße, ich muss schon wieder eine Rate bezahlen. Schon wieder beim Schwarzfahren erwischt. Der warnt vor Schwarzfahrern, ne? Mit einem gebrochenen Deutsch, nur damit deine Übung bleibt. Das finde ich klasse. Da wirst du gewarnt von einem, wenn du also aussteigst praktisch, da frage ich immer, und Kontrolleur da? Hm, ja, hm,
Nee, ja, nee. Da gibt es auch Studenten, die geben dir dann aus. Das sind aber ganz coole Leute. Die sind auch nicht aus Kassel. Ich habe aber nichts gegen Kassel. Mein Traumjob wäre es, nochmal Bürgermeister zu werden von Kassel oder Kanzler von Deutschland, nur für ein Jahr oder für einen Tag. Ich tät vieles verändern. Die Rente aufbessern, zum Beispiel. Weil ich werde ja auch mal irgendwann. Alles klar. Hier werden Menschen in Deutschland mitten auf der Straße unschuldig. Das hat nichts mit unserer Religion zu tun. Ne? Und es gibt wirklich Dumme, die tun von Tutenblasen, haben sie keine Ahnung. Vom Tuten nicht und vom Blasen auch nicht. Unschuldige Menschen, also wie verrückt kann man nur sein? Also wenn dir Mensch nichts getan hat, ne, warum willst du ihm was tun? Wenn mir ein Jude, ich bin Araber, ne, ich bin Moslem, ne, pass mal auf, wenn mir ein Jude nichts getan hat, ne, und er ist friedlich, nett an mir vorbeigezogen, mit sogar mit einem Lächeln, also er hat mich nicht ausgelacht jetzt, sondern also wie die meisten Deutschen das tun jetzt, sondern ein Jude kommt an mir vorbei, pass auf, als Ballonkünstler, und er fragt mich, was bekommen Sie, um meine Tochter einen Ballon zu drehen? Ich so, ich muss sie behandeln wie jeder andere auch, 2 Euro. Dann sagt er, Sie bekommen 3. So, da stand ich unter Zugzwang, so auf so eine Schote, ne, stehe ich überhaupt gar nicht immer. Aber dem habe ich doch tatsächlich versucht, seine Tochter, also mit meiner unmöglichen Comedy auf der Straße, weil ich halt so bin, wie ich bin. Das habe ich wahrscheinlich aus meiner Erziehung, von meinem Papa, von meinem geliebten Papa. Ne? Meine Mutter habe ich mit 7 schon nicht mehr gesehen, weil die ist da mit dem Ami durchgezogen. Deswegen stehe ich auch so wahnsinnig auf die USA und auf Facebook und auf die Fuck-Einträge, weil es mich nicht interessiert. Ne? Nee, ist wirklich wahr. Meine Mutter, die brannte durch mit dem Ami und jetzt wisst das. Ja. Und dann bekam ich eine arabische Mutter zum Glück und dadurch lernte ich dann Arabisch. Ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass jede deutsche Mutter so durch ist, dass sie jetzt ihre Kinder vergessen tät. Ne? Es reicht ja schon, wenn es genug Mütter gibt, die ihre Ehemänner vergessen haben. Verstehst du, was ich meine? Ja? Aber ihre Kinder ist. Nein, nein, ich muss ganz ehrlich, für die deutsche Frau muss ich sagen, also wegen, wenn es das Kindergeld nicht gäbe, ne, dann wären auch die vor dem Arsch. Ne? Früher war ja bei einer Scheidung so, dass eine Frau, wenn eine Scheidung kam, ihre Kinder auch verloren hat. Ne? Die hat dann komplett, die durfte ausziehen. Ja? Fand ich eigentlich auch bis dahin, dato, also in den 60ern noch, hat es das in Deutschland wirklich gegeben. Ich habe meinen Vater gefragt. Ne? Wie der nach Deutschland kam, damals gab es das noch und ja, und dann auf einmal kam in den, irgendwann bekamen dann auch die Frauen Rechte, also so viel Rechte zumindest, dass sie nicht mehr fragen brauchten, ob ich das Konto, also dass ich dann auf mein eigenes Konto, ne? Ja, sie haben dann das Recht bekommen. Sie haben dann nicht nur das Recht bekommen, dann das eigene Konto leer zu räumen, sondern auch, sie haben auch Rechte bekommen bis heute. Ne? Bei einer Scheidung zum Beispiel auch das Konto von dem Ehemann, von dem Freund oder Partner leer zu räumen. Das sind so Eigenschaften, auf die wir Männer wahnsinnig stehen. Gerechtigkeit. Ne? Und da ist auch keiner da, der jetzt auch für die Gerechtigkeit, also die Frauen dementsprechend dann wieder. Weil das würde ja alle Frauen dann betreffen. Weil Frauen, wenn du jetzt eine Frau angreifst, dann fühlen sich alle Frauen angesprochen. Das ist ungefähr so wie mit den Moslems. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt alle, wenn jetzt, also heißt jetzt, die Moslems sind und der Islam ist so, dann, pass auf, dann tut man ja im Prinzip alle Moslems, ob friedlich oder nicht friedlich, alle in einen Topf schmeißen. Nee, mach ich nicht. Nee, keine Sorge. Ne? So bescheuert wie ich tue die Frauen in den Topf schmeißen. Das ist korrekt, ja. Also gewisse Frauen, ne, die haben es auch gar nicht verdient. Normalerweise müssten die hinter dem Topf stehen, ne, und rühren. Ne? Den ganzen Tag. Rühren, rühren,
Rühren, rühren. Bis in ihrer eigenen Scheiße dann stehen, weil ist wirklich häufig, was ich euch erzähle. Diese Frauen von heute, also viele Frauen von heute, die haben überhaupt keinen Anstand und Loyalität, was da nur noch gepredigt wurde von der Frau Merkel. Deswegen lehne ich sie auch total ab für Deutschland. Ist Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand. Das hat uns ja gezeigt, dass nach Wohlstand ja eigentlich nur noch die Sintflut kommt. Also dann nur noch Flüchtlinge. Flüchtlinge, Armut, Armut, wo du hinguckst, nur noch Armut, Flüchtlinge. Und was predigte die Frau? Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand. Ich sag euch, dass diese Frau eine Verräterin ist, Deutschland. Die wollte Deutschland, die ist beauftragt worden von der Stasi, ja, Deutschland runterzuwirtschaften mit dem Schäuble. Man sieht doch, dass der behindert ist. Ich meine, der ist doch behindert. So, dann die Frau Merkel, die ist kinderlos, die ist gottlos und kinderlos. Ja, und dann der Verteidigungsministerin, ja, das ist doch das Peinlichste der Welt, ist deutsche Politik. Und der Seehofer, der ist der Einzige, ja, der er ist der Einzige mit bayerischem Akzent in Berlin. Das wollte ich eigentlich sagen. Leute, ihr dürft nicht glauben, alles. Ihr dürft nicht mal ein Wort, nicht eine Silbe, nicht ein Buchstabe glauben, was der Reporter euch da vermitteln, verklickern über Zell und jenes. Die schreiben wirklich nur, also ich sag jetzt mal, die saugen sich Material, weil sie entweder unter Druck stehen oder Druck brauchen oder Druck verteilen wollen. Leute, dieser Politiker, den ich euch gerade genannt habe, der hier die Wahrheit sagt, Peter Gauweiler, allein schon Weiler, kommt aus dem Rheinland, also der heißen die meisten Weiler oder Heiler. Partei zerfressen von Heuchlerei, Hetzerei, Mitleid und Schönredner, ne? Schönfärberei. Ne? Oder Schönredner. Ne? Das ist unser Deutschland geworden. Ne? Wir haben eigentlich keine Eigenschaften mehr, wo wir drauf zurückgreifen können und sagen, boah, that's Germany, das macht auch einen Deutschkanaken aus, so und so. Nein, wir werden jetzt gespalten, eigentlich alle, ne? Weil die Ossis uns jetzt sagen, was, wie es lang geht. Ne? Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn die Wessis, die sich haben überreden lassen zum Radikalismus, ne? Also zum Rechtsradikalismus, ne? Weil früher waren die Wessis nicht rechts. Also die Menschen, die im Westen geboren sind, außer die Ossis heute, die ausgewandert sind und ihre Kinder praktisch dann verschleppt haben nach in der Bundesrepublik. Und dann dort mussten sie dann Westbürger werden. Die meine ich nicht, die Kinder, weil die können nichts dafür. Diese Kinder meine ich nicht. Weder meine ich überhaupt Kinder, ich meine die bescheuerten Erwachsenen, die hier praktisch ja, viel durcheinander gebracht haben. Ja. Die jetzt heute 25 sind, die haben vom Tutenblasen keine Ahnung. Also jetzt um die 25 aus der Zone da hinten oder Grenzgebiet, ne? Reicht schon. Sorry. Ja, die haben überhaupt keine Ahnung, was abgegangen ist damals, verdammte Hacke. Ne? Und da meldet sich auch keiner zu Wort, was damals, wie wir uns lustig gemacht haben über die Ossis und ach du Scheiße, der Banane ist krumm. Ja. Ach Mensch, 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 da waren noch goldige Zeiten, wie der größte Puff Europas noch eröffnet war, wo du für 25 Schmack Eintritt, ne, dir eine Geschlechtskrankheit eingefahren hast. Ne. Die war aber hundertprozentig die Geschlechtskrankheit. Ne. Weil jetzt sind die Mädels ja so am Wickel. Da hinten ist es ja so, ne, im Osten, also in der DDR, da gibt es mehr Frauen als Männer. Also logischerweise tun auch mehr Frauen wählen als Männer. Logisch, ne? Jetzt hat man denen das Wahlrecht ja gegeben, den Frauen. Also seit 1950 oder 49, als sie dann auch mal ein Konto gründen durften. Und mittlerweile von 1950 bis heute, das ist krass, was abgegangen ist. Du, ey, leck mir mal Arsch, du, ey.
In den letzten 67 Jahren haben wir Duell, verfickte Kacke-Duell, da ist ja. Die haben sich ja alles erlaubt, alles. Die haben die Männer rasiert, ne? Ja. Oh, Scheiße. Muss ich mal okay wieder. Ja, ich habe keine Frau, ich muss das noch selber machen. Ja. Die haben sie ausgezogen, bis auf. Sogar die waren auch so unbarmherzig, die Frauen, ne, dass sie denen auch noch nicht mal den Schlipper gelassen haben. Ne, während dann die Bullen den Ehemann wegen angeblichen Gründen oder häuslicher Gewalt aus dem Haus entfernt haben, aus seinem eigenen Haus. Dann wollte er noch ein Auto mitnehmen, Autoschlüssel, damit er dann von den drei Autos sich aussuchen kann, was er jetzt praktisch zur Flucht von seiner Ex nimmt. Nein, das wurde ihm auch verweigert. Auch das Bargeld vom Konto, er war ja selbstständig, hat sich ja das ganze Geld erarbeitet. Ne? Selbst die Kinder durfte er noch nicht mal Tschüss sagen, er durfte gar nichts. Er durfte nur noch seine Sporttasche nehmen, zwei, drei Sachen nehmen und ja. Leute, ich will, dass das ganz Kassel erfährt, dass es so Menschen gibt, die sich, ja, doch, die Frauen haben mehr Rechte als wir Kerle. Und das muss auch mal gesagt. Hallo. Das muss auch mal gesagt sein, aber verdammte Hacke. Hallo, Leute. Will ich. Oh, warte. Leute, das fällt. Wie DDR wird auffallen. Ist gefallen. Ist hingefallen. DDR ist hingefallen. Leute, ich trage bewusst eine ganz moderne Kopfschmuck aus dem Grund, weil ich weiß, Deutschland bald wird, gibt es Krieg, gibt es Bürgerkrieg, ja? Und habe ich mich gedacht, der erste Kopfnuss, ne? So, wie siehst du hier? Boah, der erste, Alter, ich will meinen Kopf, so ein Wetter. Weißt du, wie ein Kopfnuss verteilt, so was, weißt du, tut nicht so weh, kommt auch nicht an meinen Kopf dran, weil in meinem Kopf steckt das Zentrum. Das Zentrum von Mensch ist der Kopf. Man sagt ja nicht umsonst, es ist Kopfsache. Ja? Wenn der eine oder der andere hat Probleme mit Nachbar oder mit Ausländer oder mit neuerdings mit Religion jetzt, weißt du, was ich meine? Hä? Wallah, ihr seid nicht mehr, ihr seid behindert, seid ihr. Wo ihr früher gesagt habt, ne, nein, wir sind keine Nazi, ne? Ich habe das gewusst, ne, dass ihr seid voll Nazi, ne? Aber hat das immer geleugnet, ihr wart die Lügner. Das heißt also, die Menschen, die heute sich bezeichnen als Nazi, rechts oder sonstiges, die sich früher nicht getraut haben, sind feige. Tut mir leid. Aber dann seid ihr feige Nazi. Ich kenne Nazi, ne, in Berlin zum Beispiel. Das waren die Redskins, ne, die haben gesagt, ey, ich bin rechts. Die waren schon vor 25 Jahren rechts, die sind bestimmt heute noch rechts. Ne? Und weil die können gar nicht, die haben überhaupt zum linken Ufer keine Beziehung, also konnten gar nicht links abbiegen. Die biegen immer nur rechts ab, deswegen drehen sich auch immer nur im Kreis. Und wenn es dann Kopfnüsse, wenn wir jetzt auch kommen, wenn wir uns verteidigen müssen, wir Ausländer, wir haben keine Waffen in Deutschland und so, ne? Messer, Scheiße und so, ne? Hier nur Waffe, Faust, Zelt, ne? Und dann müssen wir Kopfnüsse verteilen. Oder wenn wir Kopfnüsse abkriegen, kann ich nur empfehlen, Fahrradhelm. Bei Bürgerkrieg, Fahrradhelm. Ne? Klar, beim Samurai-Schwert, ne? Oder beim Ninja-Schwert, ne? Da nützt auch kein Helm mehr. Da solltest du nämlich fluchtartig. Also wie jetzt, also praktisch jetzt in der modernen Zeit, früher hieß es ja Plastik, ne? Wir leben in dem Zeitalter des Plastiks, ne? Jetzt leben wir im Zeitalter der Flucht, ne? Wir flüchten praktisch. Ich wollte jetzt auch mit meinem deutschen Pass im Libanon Asyl beantragen, habe ich mir auch gedacht, vielleicht hat mir jemand empfohlen, das zu unterlassen. Mein Problem? Ich mag keine Emotionalität. Das habe ich mich abgewöhnt in Deutschland, weil in Kartoffelland kannst du dich nicht leisten, mit Gefühlen zu handeln. Weil bringt nichts.
So, ich habe gerade mir gedacht, sag mal, welches Land, also welche Frauen aus den Ländern wohl Männer bis in den Tod pflegen, ohne Scheidung, ohne dies, ohne das, ohne tralala. Da fiel mir ein, eigentlich, das sind immer die ärmsten Länder so. Ne? Die ärmsten Länder, jetzt ist es ja so, dass Syrien und Somalia mittlerweile nicht mehr zu den ärmsten Ländern gehören, weil die mittlerweile, also ich denke mal, die Hälfte der Bevölkerung schon bei uns in Deutschland gelandet ist. Ne? Und deswegen kann man nicht mehr sagen, dass das arme Menschen sind, sondern gehören jetzt so mehr zur Mittelschicht. Ne? Arbeitervolk hin oder her, auch wenn sie. Aber erstmal zu den Mädels hier. Ich frage mich so, was für eine Frau im Leben einen Mann freiwillig bis in den Tod pflegen wollte. Ne? Wenn wir jetzt nicht in der Handyzeit leben wollten, PC, ne? Also Internet überhaupt, ne? TV. Stell dir vor, es gäbe jetzt nur noch Lidl oder Aldi. Ne? Nur noch die zwei Möglichkeiten. Lidl oder Aldi oder entweder blond oder dunkel. Black or white, Ausländer oder Deutsch. Ja, bei mir ist das Problem, da stecken zwei Personen in, nee, ich meine, ich bin zwei in einem. Ich bin das ganze Original, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Und, Frau, ja, genau. Und ich habe mir gedacht, sag mal, wo lernst du eine Frau kennen, die dir am längsten eventuell behilflich ist beim Halten jetzt, also Kamera halten oder wie auch immer. Nee, ich habe mir gedacht, welche Frau pflegt dich in den Tod, ne? Also die dich bis zum Schluss praktisch beherbergt, pflegt und Ratschläge und Kaffee macht, Tee macht, dies, das, tralala, ne? Essen, trinken, Fenster putzen, nicht vergessen. Dass Frauen, was eigentlich gar nicht mögen, ist kochen, ne? Also in der Küche stehen und Fenster putzen. Ich weiß gar nicht, warum ich dem, also ich habe das gelernt. Ich habe es gelernt zu kochen und weil wenn man Hunger hat, ne, selbst mein Sohn weiß das, ne, dann zack, ne, haut man die Pfanne raus, zack, bum bum, ne, für die Nicht-Veganer oder Vegetarier bitte mal kurze Ohren zustopfen, ne, wir hauen uns da alle möglichen Sorten von Fleisch rein, außer Schwein, ne, steht auch im Koran, ne. So, wo war ich jetzt schon mal stehen geblieben? Achso, ich suchte dann vielleicht eine Frau, die auch den Koran akzeptiert oder vielleicht schon in sich hat. Ne? Ich suche eine Frau. Ich suche eine Frau, die mich erträgt. 24 Stunden, also jetzt mit der Begeisterung. und sagt, nee, also der ist nicht. Der ist einfach so, wie er ist. Ne? Da muss man Mensch wahrscheinlich so nehmen, wie er ist. Ne? Und ja. Indien. Ich habe gerade indische Mucke am Laufen. Ich glaube, geht los hier. Verabschiedet sich hier die indische Mucke von mir, du. Ne? Alter Falter. So. Aus Indien habe ich ein bisschen Mucke mitgebracht. Ne? Ich gehe mal. Und dann dachte ich gleich an eine indische Frau. Weil jetzt mal ganz im Ernst, ne? Du hörst von allen Frauen der Welt, ne? Selbst von den arabischen Frauen hörst du auch mittlerweile viel. Ne? Aber von indischen Frauen, soll ich ja sagen, woran das liegt? Die sitzen bei uns, die sitzen in Indien in den Fabriken und sind am Nähen. Hör mal. Die haben keine Zeit zum Quatschen, hör mal, ne? Um sich einzumischen und Kinder zu zeugen. Da haben die keine Zeit für die armen Inderinnen. Verstehst du? Ne? So soll es eigentlich auch sein. Ne? Hinterm Herd. Ja. Ich glaube, ich hätte diesmal eine indische Frau probieren wollen. Ne? Keine arabische, nix. Schaut zu voll hier. Ne? Ja, ihr bis hierhin hier. Ne? Nee, ich wollte es jetzt mal mit einer indischen Frau probieren. Dazu muss ich aber erstmal nach Bangladesch, ne? Also mir ein Ticket lösen. Und ich habe gehört, da hinten gibt es viele Schlangen, Spinnen und also, ja, also meine Kinder kann ich schon mal nicht mitnehmen, weil einer von den Kindern hat bei mir panische Angst vor. Jetzt hab ich's vergessen. Die Loyalität. Wisst ihr, Loyalität, sagen wir mal so, alle Eigenschaften sind erlernbar, ne? Also Scheiße ist erlernbar und was Gutes ist erlernbar. Man muss sich dann nur entscheiden, welchen Weg man gehen möchte. Das war gar nicht so schwer, ne? Ja, ich habe mich auch entschieden,
Ich habe mich entschieden, definitiv, dass ich. Es werden viele Leute lachen. Ich möchte ins Paradise. Oh, ich habe da sogar was. Wer es lesen kann. Jetzt. Also, wir Rheinländer, wir haben etwas am Kopf. Nur zur Info, ne? Wir verwenden das Wort in Zukunft im. Ja? Ne? Immer auf die Feinheiten achten. Ne? Früher habt ihr Deutschen immer auf die Feinheiten geachtet, du. Leck mal am Arsch, du. Ne? Nee, Schokolade schmeckt besser, aber das ist ja jetzt wirklich wahr. Damals waren die Deutschen noch, ich weiß nicht, das waren Deutsche. Verdammte Hacke, Mann. Das waren sowas von. Keiner hat sich getraut zu sagen, ich bin ein Rassist. Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, dass jetzt die Schotten gefallen sind. Ne? Weil jetzt können wir endlich diskutieren und die Probleme mal ein bisschen beseitigen. Ne? Anstatt sich immer nur. Kannst du dich mal erinnern, wie. Bevor die ganze Scheiße, also. Denn über den eingelästerten anderen Vorurteile, dies, das, hat sich dann so hochgepauscht, ne? Bis sich dann der ganze Hass bei der AfD gesammelt hat. Ne? Also die Menschen, die jetzt Hass empfinden. Ich empfinde keinen Hass gegen Deutsche. Im Gegenteil, ich sage Deutschland vielen Dank. Für Speis und Trank, für Obdach, ja, und für die Chancen, die ich nicht bekommen habe, bei den Bullen zu arbeiten. Ne? Gott bewahre. Stell dir mal vor, ich wäre genauso ein Arschloch. Also jetzt, ich meine, ich wäre jetzt ein Arsch geworden. Ein Arschloch vom Herrn. Also, nee, das lasse ich auch wieder. Es gibt nämlich vernünftige Bullen, ne? Muss ganz ehrlich sagen. Ne? Die stehen auf der Weide da, ne? Und bumsen nicht nur die dummen Kühe. Ne? Nee, nicht zwecks Vermehrung, ne, zwecks Geilheit, verstehst du? Ne? Und mich wundert es nicht, dass dann nur die Blondinen da mit blauen Augen, die arischen Mädels, da arbeiten. Die haben immer einen Zopf immer unter dem Cap, so einen blonden Zopf. Aber ehrlich gesagt, ein Topmodel, also die ist beim Playboy nicht. Hallo, Victory. Ein wunderschöne gute Morgen. Hier steht bei Focus Online nicht nur, dass Hitlers Mutter aus Marokko stammt, sondern dass syrische Politologen, die haben jetzt prophezeit, dass arabische Männer importieren. Kultur der Gewalt. Ja, langsam wird es Zeit für die westlichen Frauen. Also ich meine jetzt, dass sie sich auch mal daran gewöhnen, dass es tatsächlich andere Länder gibt mit anderen Sitten. Und die, wenn die dann zu Besuch kommen, dass die dann auch mal ausflippen können, wenn die dann so ein Vibe sehen, so eine feministische Gurke, die dann als nur AfD wählt und das Rechtssystem verdrehen will. Es sind die Frauen, die uns hier so, ich habe auch jetzt gerade, wie gesagt, einen Deutschen getroffen, der war absolut der Meinung, es wird Zeit für einen Rücktritt. Ja, es wird eine Zeit für einen Rücktritt, dass die Frauen jetzt weniger Flüchtlingspolitik betreiben, sondern wieder an den Herd gehen. Lernen, wie man wirklich einen Mann glücklich macht, also komplett von Kochen bis Fensterputzen. Und ja gut, die Bayern haben die Meisterschale, das wusste eigentlich ja schon jeder. Ne? Bevor sie schon angetreten sind, wussten wir doch schon, dass Franck Ribéry die Nummer 7 behält. So, ja, da ist wieder ein Flüchtlingsheim, was brennt. Meinst du, das interessiert eigentlich jetzt einen Politiker oder einen Geistlichen oder im großen Ganzen die deutsche Polizei? Ich glaube, die kommen dann auch eh erst, wenn das Heim abgefackelt ist. Zumindest haben das sich die Kollegen von den Kollegen im Osten abgeschaut. Und ja... Ob es dann irgendwas Neues gibt, so. Hm? IG Metall.
Ja, Warnstreik, Streik, Streik, Warnstreik. Ne, ich finde es wieder klasse, dass auch unsere Eier an den Kassen wirklich. Nee, darum öffnen Kassierer an der Kasse wirklich die Eierpackung. Ja, die wollen dann sehen, wie groß deine Eier sind. Und falls dann Ei im Arsch ist, ne, dann muss man dich all zum Versorgungsamt schicken, weil dann bist du schon, zählst du schon als schwerbehindert oder als impotent. Ich habe da überhaupt keine Worte. Was ist mit Joachim Löw? Der kündigt überraschungsweise sein, ich dachte schon, sein Rücktritt an, scheiße, sein EM-Kader an und erklärt, wieso wir eh keine Chance haben werden, also warum Deutschland eh keine Chance haben wird, dass das mit Brasilien, das waren, wenn die Fußballer wieder alle jetzt antreten täten, obwohl es ja gibt es ja ein paar, die sind in Rente gegangen, man tut ja nur auf junge Leute jetzt nur noch sitzen und die Alten, die haben eigentlich ausgedient. Ja. Das Diskriminieren von alten Leuten, das wollte ich jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Ah, bestes Beispiel, SPD Gabriel geht nicht um Kanzlerkandidatur. Die SPD hat etwas sehr Wichtiges nicht verstanden. Und da muss ich jetzt mal ausnahmsweise den Medien recht geben, dass die SPD hat etwas Wichtiges nicht verstanden. Die Sozialdemokraten haben den Schuss nicht gehört. Das ist geil. Ne? Seit Monaten geht es um den Umsturz von der Merkel. Dabei sind die beiden ja befreundet. Also jetzt hier der Gabriel und vielleicht haben die ja auch, es ist uns ja egal, ob die ein Verhältnis hätten oder nicht. Keiner glaubt an Gabriel, also jetzt von der SPD. Also die eigenen Leute glauben nicht mehr an ihre eigenen Leute. Sagen wir mal so, ich sage euch mal, was in Deutschland im Arsch ist. Ne? Wir Kanaken, ehrlich gesagt, wir haben überhaupt gar nicht großartig Bock, uns von den Bullen kontrollieren zu lassen, weil wir wissen genau, wie es ausgeht. Ja, haben Sie Drogen oder Waffen dabei? Ne? Da möchten wir nicht immer, also zum Beispiel hat sich auch so Kollegen so, ne? Na du Verbrecher! Ich so, ja, meine, ab und zu ist das ja mal lustig, ne? Aber, ne? Ich könnte da mal ganz beleidigt den Saal verlassen, so, ne? Tue ich ja nicht, ne? Ich stell mich ja dem, ne? Dass, ja, und jetzt habe ich heute mal ein Thema mitgebracht zur Moral vieler Arbeitnehmer, die für den Mindestlohn arbeiten oder ja, ich sage jetzt mal, der Service in Deutschland ist im Arsch. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, jetzt so ein Gutverdienender, ein Akademiker steigt bei der BV Tralala ein, der BV in der U-Bahn, Straßenbahn. Hast du nicht gesehen? Und da muss ich euch auch mal wieder was zeigen. Und zwar, da hat doch tatsächlich eine junge Moderatorin mit so mit einer Puppe und einem Kinderwagen, da funktionierte der Rollstuhl nicht, hier der Rollstuhl sei schon der Fahr die Rolltreppen nicht, ne? Und einen Fahrstuhl gab es nicht. Dann twitterte die Moderatorin zu dieser Bahngesellschaft und die meinten dann, ja, ist eh verboten, mit einem Kinderwagen auf einer Rolltreppe, geht's Ihnen noch gut oder was, ne? Und der wurde noch nicht mal gekündigt, als die Moderatorin sich dann zu erkennen gegeben hat. Ne? In Deutschland ist ja eigentlich alles krumm. Ne? Weißt du, woher wir das haben? Durch die Politik. Die Politiker sind krumm wie eine Banane. Früher waren die Polizisten, ich sage das jetzt ganz ehrlich, weil ich weiß das noch, die waren korrekt.
Die haben mich jetzt gefragt, hier, wo kommst du her oder wie ist das da? Die waren auch gar nicht so vorurteilig, sondern ganz normal, Ausweis dabei, der junge Mann. Die waren sogar noch nett und lustig und hatten Respekt. Ne? Pass auf, ich erzähle euch jetzt meine Geschichte, was mir passiert ist. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und unten da am Königstor, da war ein Fenster offen. Das ist eine Woche her, ne? Pass auf. Da war bei einem Audi Beifahrertür der Fenster offen und die alte, also der Wagen, der parkte verkehrt rum, ne? Also nicht so, sondern so rum, ne? Und ich fuhr am Bürgersteig lang und sah das dann, ne? Ja, mein Fahrrad gleich abgestellt, da fuhren gleich die Bullen ran, hielten mich an und meinten, was ich denn hier mache. Ich so, ja, ich wollte hier melden, dass das Auto das Fenster unten hat, praktisch, da kann ja jeder praktisch mit der Hand reingreifen, ne? Beim Vorbeifahren habe ich das auch kurz gemacht, weil ich dachte, ist vielleicht eine Glas, da ist vielleicht Fenster oder was davor. Aber nee, also ich habe immer kurz so meinen Finger, pup, ne? Und das haben die wohl gesehen, haben gedacht, ah, ich schmeiß da eine Bombe rein oder so, ne? So sind halt Kasseler Bullen. Fakt ist, die haben mich angehalten, die haben mich auseinandergenommen, die haben mich komplett durchsucht und ich sagte immer wieder, entschuldigen Sie bitte, aber hier geht's doch um das Auto, da steht doch immer noch offen dahin. Ja, ja, wir kümmern uns gleich um den Halter. Also im Prinzip haben die mich, Ausweis, also hatten sie überhaupt kein Recht gehabt, mich zu kontrollieren. Dann hatte ich meinen Rucksack dabei, öffnen Sie den Rucksack. Ich so, warum? Ja, wegen Drogenverdacht. Da sag ich, was? Wegen Drogenverdacht. Ich sage, ich habe aber keinen BTM-Eintrag. Ist mir egal, machen Sie jetzt einen Rucksack auf. Sonst mache ich ihn auf. Ja, dann kam dann die Dame, das war so ein Versicherungshaus. Ich wollte da wirklich rein gerade, reinstürmen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich Sprengstoffgürtel. Ausländer, Moslem. Na gut, ja, man kann heutzutage glücklicherweise schon Moslem erkennen. Anhand seiner, außer die Deutschkonvertierten, die 27-Jährigen, die jetzt auf der Straße jetzt neuerdings Menschen attackieren, hat nichts mit unserer Religion zu tun. Fakt ist nur, ich war an dem Tag, war ich am Boden zerstört, war meine Ehre, ne, und meine Würde, ne, ist doch angeblich in Deutschland untouchable, ne? Scheiße, in Deutschland ist seit dieser ganzen Angst und Terror und dies und das, es sind viele Gesetze über den Boden, das zählt nicht mehr. Ne? Jetzt zählt nur noch deren Wahrheit. Ne? Und wenn ich behaupte, dass Gottlose in der Politik sitzen, die überhaupt nichts mit christlicher Partei zu tun haben, ne? So als Beispiel jetzt mal, dann habe ich dann habe ich recht. Ja gut. Die richtig Gottlosen sind ja eigentlich hier der AfD und deren Wähler. Ne? Sorry, wenn ich das so sage. Ne? Ich meine, wenn man die Schnauze voll hat von der Frau Merkel, ne? Dann müssen es die Ausländer wieder ausbaden. Ne? Das kann doch nicht sein, Leute. Ne? Die Frau Merkel hat ganz Syrien und Afrika eingeladen. Und die müssen wir auch ganz schnell jetzt loswerden. Und dann müssen wir gucken, dass wir mit den Rechten, dass diese Probleme auch wahrgenommen werden, weil es kann nicht sein, das, da gebe ich auch Deutschland Recht, nicht den Rechten Recht, sondern Deutschland Recht, ne, dass wir unmöglich Afrika und Syrien zugleich, ne, vielleicht meldet sich ja dann der Libanon und die Türkei auch noch zu Wort, ne, dann haben wir ja praktisch, wir vermissen eigentlich schon die deutsche Sprache in der Straßenbahn. Ne? Also jetzt, sorry. Ne? Man versucht sich jetzt schon im Englischen, ne? Da gibt ja so einige Musikstudenten hier aus China, Japan, die haben dann immer ihren Kontrabass dabei. Kennt ihr, ne? Alles in Englisch und neuerdings sprechen die Deutschen auch wieder jetzt Englisch. Ne? Im Türken hat es nicht geklappt. Arabische Sprache, aber Englisch gebrochen, ne? Kartoffelenglisch auf jeden Fall, ne? We speak English, can I from help you from, where are you from,